Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um einen kleinen Müller-Haul. Ich habe bei Müller online bestellt und habe so ein bisschen was mitbestellt, was Pflegeprodukte angeht. Ja, und das zeige ich euch jetzt einfach mal. Es ist nicht super viel, aber so ein bisschen was. Zu einem habe ich mir hier diese neue Maske mitbestellt. Das ist die Cadavera Cotton Candy Maske mit Himbeer, Mandelöl und Panthenol. Das ist eben jetzt eine neue Creme-Maske und es ist so oder soll so ein bisschen so eine luftige Konsistenz sein und soll eben, wie der Name schon sagt, sehr süß duften. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt. Ich denke, ich werde die für meine Füße verwenden. Oh, die soll man 10 bis 15 Minuten einwirken lassen und dann abtupfen oder sanft einmassieren. Genau, werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Dann gibt es ja die ganze Pumpkin Spice Reihe und davon gibt es jetzt auch Augenpads. Es gibt auch eine Tuchmaske, die war online aber vergriffen. Das ist jetzt hier die Pumpkin Spice oder das sind die Pumpkin Spice Hydrogel Augenpads, Vanilleextrakt und Hyaluronsäure, abschwellend und erfrischend. Ja, wollte ich unbedingt ausprobieren. Ich bin ja ein totaler Duftfan, was so Kürbis angeht und freue mich da sehr drauf. Genau, einmal die und dann durften einige Badezusätze mit. Dazu muss ich sagen, dass ich im Sommer wenn ich Badezusätze kaufe, die meistens als Staubsaugerdeo verwende. Im Winter, muss ich sagen, mache ich auch ganz gerne mal ein Fußbad. Gerade wenn dann die Füße super kalt sind, finde ich das eigentlich ganz schön. Und dazu verwende ich eben auch gerne normale Badezusätze, die ich dann zwei- oder dreimal verwende. Und da habe ich mir jetzt ein paar Wintersorten mitgenommen, die ich sehr interessant fand. Und zwar einmal dieses hier. Das ist von Jacquemoon, das Joy Light Like Glitter. Das ist ein jauchzender Winterfreude-Badeschaum mit Waffelpuderzuckerduft. Und wie süß ist bitte das Design mit dem Elefanten und der Maus, wo auf dem Zuckerhaufen Ski fährt? Finde ich total niedlich. Und was ich jetzt so riechen kann, riecht auf jeden Fall sehr angenehm und da bin ich echt gespannt drauf. Ebenfalls von Jacquemoon das hier. Das ist Winter Movie Night, glücklicher Filmabend-Badeschaum. Mit Winterapfel-Karamellduft und ich fand das Design so lustig. Das ist ja von Titanic hier so ein bisschen nachgemacht und ich finde, das riecht auch echt gut. Also ich fand das sehr, sehr schön, auch vom Duft her. Und deswegen durfte ich das eben auch mit. Dann habe ich zwei von Tete Sepp mitgenommen und zwar zu einmal das hier. Tete Sepp, dein süßer Wintertraum. Das ist mit Lebkuchen und Vanilleduft. Musste natürlich mit. Ich bin ja ein absoluter Winterduft-Fan und das riecht auch richtig, richtig schön nach Lebkuchen. Bin ich echt gespannt drauf. Hier steht jetzt nichts von irgendwie Glitzer oder Schimmer. Deswegen gehe ich davon aus, dass es einfach nur ein ganz normales Badesalz sein wird. Und deswegen habe ich das mitgenommen. Und dann habe ich noch das hier mitgenommen. Deine wohlige Kuschelzeit mit Bratapfel und Vanille. Entspannendes Pflegebadesalz. Und hier steht noch drauf Cozy Season. Fand ich auch vom Design her super, super hübsch. Und riecht auch echt, echt gut. Also richtig stark nach Bratapfel. Richtig angenehm, so einen Duft gibt es ja eigentlich jedes Jahr von irgendeiner Marke. Aber das riecht richtig, richtig schön. Und dann habe ich noch ein Flüssigbad mitgenommen. Und zwar das hier. Lovely Wishes, pflegendes Schaumbad mit Vanille und Macadamia. Gab es, glaube ich, letztes Jahr auch. Da war, meine ich, nur ein anderes Tier drauf. Und durfte eben mit. Ja, mochte ich sehr gern. Und das ist halt eben auch ganz gut für Fußbäder. Man kann da immer so ein bisschen was reingeben. Und dann hat man eben schönen Duft und auch so ein bisschen Pflege für die Füße. Und das war es tatsächlich auch schon. Das war alles, was ich bei Müller an Pflege mitbestellt habe. Ich habe auch noch andere Sachen mitbestellt. Zu einem ein Puzzle und auch Adventskalender. Ja, aber die werde ich in einem anderen Video euch vorstellen. Und ich hoffe, dass das kleine, aber feine Video euch gefallen hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao.